Moin Leute, und heute zeige ich euch, wie ihr das geheime und sehr seltene Y-Outfit bekommen könnt und das mega leicht und solo! Was braucht ihr für diesen Glitch? Ihr braucht einfach ein Nachtclubhaus. Wenn ihr kein Nachtclubhaus besitzt, ist das nicht schlimm, dann braucht ihr einfach einen Freund, der ein Nachtclubhaus besitzt oder einfach eine random Person in der öffentlichen Lobby. Und außerdem braucht ihr roundabout 775 GTA-Dollars. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich euch jetzt schon mal zu bitten, den Like-Button mal so richtig heftig zu verprügeln. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Also mal sagen, let's go. Als erstes geht ihr in euren Nachtclub, beziehungsweise in den Nachtclub von eurem Freund oder von irgendeinem random Spieler, ist völlig egal, und geht zur Toilette in diesem Nachtclubhaus. Seid ihr dort angekommen, seht ihr einen Mann bei der Toilette neben den Kondomen. Auf jeden Fall seid ihr dort, könnt ihr die rechte Falltaste drücken, um den 1 Dollar zu spendieren. Und wenn ihr den insgesamt 10 Dollar spendiert habt, werdet ihr schon merken, dass ihr unten eine Meldung bekommt. Und zwar suche die Wahrheit. Da seht ihr schon, dass hier irgendwas versteckt sein muss. Auf jeden Fall, wenn ihr ihn weiter ein bisschen Trinkgeld gibt, so roundabout 155 Dollar, werdet ihr die Meldung "Verfolge die Wahrheit" bekommen. Aber es geht noch weiter, Leute, denn der Toilettenmensch braucht einfach mehr Geld. Und zwar müsst ihr so lange ihm Trinkgeld geben, bis ihr die Meldung "Ertrage die Wahrheit" bekommt. Diese Meldung bekommt ihr, wenn ihr ihn insgesamt 575 Dollar gegeben habt. Und ja, Leute, das dauert ein bisschen, bis ihr das Geld ihm gegeben habt, denn ihr könnt ja immer nur an 1 Dollar Schritten geben und das dauert um die 15 Minuten. Aber dann habt ihr es geschafft, wenn ihr natürlich auch die Wahrheit ertragen könnt. Wer es nicht ertragen könnt, dann tut es mir leid. Auf jeden Fall habt ihr jetzt das Outfit freigeschaltet. Ihr fragt euch jetzt so, hä, wie Outfit freigeschaltet, denn ihr bekommt ja keine Meldung, dass ihr das Outfit jetzt kaufen könnt oder sonst irgendwas. Deswegen, Leute, fahrt einfach zu eurem Haus und geht in eure Garderobe. Und ihr werdet schon merken, Leute, dass das Outfit einfach schon in eurem Inventar reingelegt wurde. Und zwar ohne, dass ihr es mitbekommen habt. Und jetzt könnt ihr euch das Outfit einfach anziehen und es gehört einfach euch. Und so einfach ist das, Leute, so schnell habt ihr das Outfit. Okay, schnell relativ, aber so einfach habt ihr das Outfit bekommen. Wenn euch das kleine Informationsvideo gefallen hat, würde mich übelst freuen, wenn ihr für dieses Video einen Daumen nach oben geben könntet. Ich bin raus, euer Wombat. Ciao.